Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen gepflegten Runde von Dead by Daylight. Heute auf dem Autohelfen-Schrottplatz zusammen mit Claudette. Die ist nämlich schon auf Stufe 10 und ich habe drei Perks von ihr mitgenommen. Einmal Selbstfürsorge, dann dunkle Wahrnehmung und botanisches Wissen. Hat natürlich den Vorteil mit Selbstfürsorge, dass, ja gut, man kann sich nicht so schnell heilen mit Selbstfürsorge, aber botanisches Wissen peppt das Ganze noch ein bisschen auf, um, glaube ich, 22%. Somit sollte das alles zügig vonstatten gehen. Moment, ich muss ja zwei Haken sabotieren. Meine Daily-Aufgabe. Das sollte ich jetzt auch machen, bevor ich mich hier an die Generatoren setze. Dann werden wir das mal kurz tun. Und hier einfach mal ganz geschmeidig sabotieren. So, es ist der Todesbote. Ich habe schon gehört. So, perfekt. Und dann geht's weiter. So, da hinten war ein Gen und da ist nochmal ein Gen. Okay, einer wurde erwischt. Das ging wirklich zügig, muss man sagen. Also normalerweise hätte ich es nicht gedacht, dass es so schnell geht. Okay, wir sind im... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind im vierten Jahresevent. Deswegen auch hier die Ballons und überall dieses, die goldene Krone. Die kann man ja hier einsammeln in den Leveln. Ich habe mich schon gerade gewundert. Ich so, hä? Kann doch gar nicht sein. Warum fliegt da irgendwas über seinem Kopf? Aber das ist ja dieses Event. Ich habe das heute ganz kurz mitbekommen, Leute. Also ist auch heute erschienen. Deswegen, ja gut, die Folge ist jetzt, kommt jetzt ein bisschen später. Aber das sollte man auf jeden Fall wissen. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Okay, okay, da ist er. Alles klar, er hat ihn verloren. Das ist natürlich sehr gut. Er wird jetzt die Generatoren abklappern. Ich denke mal, den da hinten als erstes. Ja, da ist er auch schon. Ich habe noch nicht angefangen zu reparieren. Ich würde aber jetzt gerne mal. Ich würde jetzt gerne mal. So, fangen wir einfach mal ganz geschmeidig an. Und ich denke, die suchen jetzt auch hier diese Geschenkboxen. Da gibt es nämlich auch dieses, diesen goldenen Schimmer. Und wenn du der Prüfung entkommst, sowohl als Killer als auch als Überlebender, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dir so eine goldene Krone aufzusetzen. Finde ich persönlich ein ganz nettes Detail. Die Ballons finde ich natürlich am besten. So, der hat seinen Sanikasten einfach liegen lassen, okay. Ich denke mal, der Sanikasten wird leer sein. Wir haben bisher noch keinen einzigen Gen gemacht, Leute. Was ist los mit denen? Also normalerweise sollte das ein bisschen schneller vonstatten gehen. Ich will ja auch hier nicht ewig in dieser Runde sitzen. Oh Gott, der wurde vollkommen umgenietet, okay. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen weiter den Gen zu bringen. Jake, was machst du da? Willst du mir jetzt helfen oder willst du mir nicht helfen? Ja, okay, ich glaube, er hat nur kurz eine Truhe geplündert. So, der Todesbote ist da hinten und wird sich jetzt auf den Weg zum Gen machen. Der, wo gerade repariert worden ist. Ja, sieht so aus. Okay, hoffentlich kommt er jetzt nicht her. Hoffentlich kommt er jetzt nicht her. So, an dem einen Gen sitzt niemand und jetzt kommt er, glaube ich, an unseren Gen. Oh mein Gott, war das knapp. Ach du meine Fresse. Okay. Okay, er tritt kurz dagegen. Ich hoffe wieder mal, ob er uns sieht. Aber ich denke, er hat Barbecue dabei. Weil ansonsten würde er uns nicht sehen. So, und er ist direkt an mir vorbeigelaufen. Ist das nicht geil, Leute? Das ist sowas von geil. Das ist einfach sowas von geil, wenn du dich versteckst und der läuft direkt an dir vorbei. Sehr schön. So, können wir den noch fertig machen? Oder kommt er gleich wieder zurück? Okay, er kommt wieder zurück. Mist. Ach, verflixt. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Verfluchter Mist. So. Ja. Gut, aber immerhin bin ich hinter der Palette, also kann mir eigentlich gar nichts passieren, außer dass die Kette jetzt reißt. Und er eigentlich kurz betäubt ist. So, was wird er machen? Okay, er ladet nach. So, weg mit der Palette. Einmal kurz rum und voll in die Falle gelaufen. Voll in die Falle gelaufen. Okay, der andere wurde gerettet und ist auch schon wieder geheilt. So, Jake, du machst jetzt den Gen fertig, den ich eigentlich fertig machen wollte. Dankeschön dafür. Dankeschön, dass du dich geopfert hast. So, am Haken, Leute. Und jetzt einfach nur abwarten und Tee trinken. Da hinten arbeitet jemand dran. Da hinten ist, glaube ich, auch jemand am Arbeiten. Und der Jake rennt jetzt erstmal ganz geschmeidig weg. Jake, bitte komm jetzt nicht zu mir und versuch mich zu retten. Weil der Todesbote ist ja immer noch hier unterwegs. So, jetzt kommen sie, glaube ich, alle, oder? Ja, jetzt kommen sie alle. Oh mein Gott, Leute. Was ist das denn bitte für eine Rettungsaktion? So, willst du mich gleich hier heilen oder sollen wir was anderes versuchen? Nee, er heilt mich nicht. Okay. Einfach mal schnell in den Schrank rein. Okay, er hat mich nicht gesehen und auch nicht gehört. Normalerweise hört man jemanden, wenn einer im Schrank hockt. Aber er hat mich nicht gehört. Okay, aber er ist noch in der Nähe. Er schaut sich jetzt erstmal ganz, ganz komplett um. Ich glaube, der hat von Jake sogar gar nicht die Kratzspuren gesehen, die er hinterlassen hat. Mist. Warum werde ich immer gefunden, wenn ich in dem Schrank sitze? Das ist jedes Mal dasselbe. Jedes Mal.
So, nächster Gen repariert. Okay. Ich hänge jetzt zum zweiten Mal. Das heißt, ich muss mich jetzt... ich muss jetzt erstmal hier die Struggle-Phase überleben. In der Hoffnung, dass mich irgendjemand rettet. In der Hoffnung, dass mich jemand rettet. So, Jake, jetzt verschwinde einfach. Lass mich doch bitte in Ruhe. Und gib dem Todesboot noch ein bisschen Zeit, hier wegzukommen. Weil wenn man hier permanent gerettet wird, während der Todesboot noch in der Nähe ist, ist ja klar, dass er wieder aufkreuzen wird. So, jagt jemand anderen. Jetzt könnt ihr mich gerne retten. Also jetzt wäre ich bereit zum Retten. Ich muss immer noch einen Haken sabotieren. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Aber ich denke, ich werde gleich diesen Haken benutzen. Zum Sabotieren. Dann ist der nämlich schon mal weg. Und dann habe ich wenigstens meine Aufgabe erfüllt. Ich muss ja gar nicht dieser Prüfung entkommen. Sondern ich muss hier nur irgendwie meine Aufgabe erfüllen, Leute. So, und weg. Dankeschön dafür. So. Und zack. So. Meine Aufgabe ist erfüllt. Ich habe meinen Soll erreicht. Okay, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Urt! Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Die Runde hat so gut angefangen. Aber gut, was werden wir machen? Schwamm drüber, Leute, ist eben so. Dann ist halt die Runde wirklich ins Nichts verlaufen. War, glaube ich, auch ein bisschen meine Schuld, weil ich nicht am Anfang gleich weggerannt bin, sondern eben in diesen blöden Spind reingekrochen bin. Ich schwöre, ich sollte mir das echt abgewöhnen, in Spinde reinzugehen. Aber gut, so spielt das Leben. Dankeschön dafür, für diese tolle Runde. Und ich habe da immer so ein richtiges, kratziges Geräusch, wenn der mich aufhängt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay, er spielt mit Thanatophobie, habe ich jetzt erst gesehen, als er mich aufgehängt hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, somit hat er einen Kill gemacht. Wir sind nicht mal ansatzweise entkommen. So, das haben wir geschafft. Sehr schön, nehmen wir doch gleich mal mit. Perfekt. Und Ritual ist abgeschlossen. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen zuschauen, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch dauert. Und natürlich gab es auch noch ein Minus-Pip. Ah Gott, und meine Werkzeugkiste ist jetzt auch noch weg. Aber gut, meine Freunde, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Immerhin ein bisschen Blutpunkte haben wir gemacht. Zwar wirklich, wirklich wenig, aber ich hoffe, euch hat die Runde gefallen trotzdem. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Dead by Daylight. Macht es gut und bis bald.